Meiner Meinung nach steckt auch im Kern der Schuld Scham drin. Und die Schuld löst sich auch, sobald wir ins Handeln kommen. Was ich mache, ist, ich nutze drei Schlüsselbedürfnisse, um mit deren Hilfe an tiefere Schichten von Bedürfnissen zu gelangen. Ich frage mich, geht es hier um Würde und Selbstrespekt? Geht es um Akzeptanz? Oder geht es um Zugehörigkeit? Ich fing an, die Scham wirklich zu genießen. Und zu den Schülern, die in meine Kurse kommen, sage ich oft spielerisch, mein Ziel ist es, euch in 3 Tagen Training dahin zu bringen, dass ihr euch auf den nächsten Moment der Scham freuen könnt. Es ist einfach ein Signal, wow, es ist ein Moment, in dem du einfach innehalten musst, um dich mit dem Leben wieder neu zu verbinden. Und das ist die Schwierigkeit mit der Scham. Einige von uns werden regelrecht gelähmt. Es ist dann so, als ob wir erstarrt sind. Und ich spiele dann auch oft damit, dass wir ein bisschen wie Blöde im Kopf werden. Wir sind einfach nicht mehr so kreativ und wir rufen Chaos hervor. Wir treffen plötzlich Entscheidungen, die alles nur noch schlimmer machen. Und was für mich dahinter steckt, ist einfach der Versuch, uns zu schützen und nicht verstoßen zu werden aus dem Gespräch oder aus der Gruppe. Einfach, um kein Ausgestoßener zu sein. An outcast. Theater.